Hallo Linda, hallo Konstantin, hallo Anita. Habt ihr kurz Zeit für uns? Hallo ihr Kaufleute, was macht ihr denn hier? Das sind meine Freunde Isabel und Tobias. Ich habe hier einen Stuhl erworben, den ich gerne aufpeppen lassen möchte. Könnt ihr mir helfen? Der Stuhl ist wirklich alt. Der braucht wirklich eine neue Aufpolsterung. Klar, wir können dir helfen. Schließlich lernen wir den Beruf Raumerstatter hier im Berufsbildungswerk. Aber dazu muss das Gesamtpolster entfernt werden. Dann wird der Stuhl neu gepolstert und bezogen. Das ist bestimmt sehr zeitaufwendig, oder? Naja, einen Tag arbeiten wir schon an so einem Stuhl. Peter, vielleicht solltest du schon mal den Stoff auswählen. Sag mal, Konstantin, habt ihr hier Stoff auf Lager, die ich mir mal anschauen kann? Ich weiß eigentlich gar nicht, was zurzeit aktuell ist. Naja, Peter, es kommt doch auf deine Zimmerfarbe an. Ich habe mein Zimmer hellblau gestrichen. Welche Farbe würde dazu am besten passen? Zu hellblau passen zum Beispiel grüne Farben, gelbe Farben oder auch dunkle Farben. Kommt am besten mit. Ich zeige euch die verschiedenen Auswahl. Wir haben moderne Stoffe, ältere Stoffe, dann auch Kunstleder oder echtes Leder. Am besten wäre natürlich ein pflegeleichter Stoff mit einem Muster drauf. Hast du irgendwelche Vorschläge, Isabel, wie es aussehen soll? Ich würde dir das gelb-rote Blumenmuster empfehlen. Also mir gefällt der Stoff mit dem schwarzen Streifenmuster sehr gut. Jetzt habe ich wirklich die Qual der Wahl. Also ich entscheide mich jetzt für den Stoff mit den Kuhflecken. Dieses Kuhdesign willst du also? Ja, das wäre super. Dann kann ich überall damit angeben, dass mein Großvater Cowboy war und mir diesen Stoff vererbt hat. Wann könnt ihr mit der Arbeit beginnen? Wir können sofort anfangen. Habt ihr irgendwelche Fragen? Mich würde es brennend interessieren, welche Arbeitsschritte nötig sind, um den Stuhl aufzupeppen. Zuerst müssen wir natürlich den alten Stoff und den Schaumstoff entfernen. Dafür nehmen wir einen Seitenschneider und einen Heftklammerentferner. Nach dem Schaumstoff entfernen wird die Holzfläche geschliffen. Der Kontaktkleber wird zwischen Stuhl und Schaumstoff aufgetragen. Dann wird eine Deolenwatte aufgelegt und mit Steckern angesteckt. Am Ende muss die Deolenwatte aufgetackert werden. Danach wird der Bezugsstoff zugeschnitten, gespannt und ebenfalls aufgetackert. Das hört sich ziemlich aufwendig an. Sind euch dabei schon irgendwelche lustigen Fehler passiert? Na klar, ich habe mir sogar schon mal den Finger an den Stuhl getackert. Wenn das alle Fragen waren, können wir jetzt mit der Arbeit beginnen. Ihr könnt auch zuschauen. Gerne sehen wir euch bei der Arbeit zu. Also als erstes müssen wir den Schaumstoff in die richtige Größe bringen. Ich hoffe, ihr passt immer gut auf eure Hände auf, denn das ist für die Raumerstatter das Wichtigste. Hier beim Verleimen brauchen wir den Abzugsauger wegen den giftigen Dämpfen. Ich glaube, mit dem Teil kann man auch Geister einsaugen, so stark wie das klingt. Am Ende müssen wir den Stoff festtackern. Also mit dem Gerät spielt ihr hoffentlich nicht rum. Sonst seht ihr am Ende noch aus wie ein menschlicher Igel. Andererseits, man könnte sich mit dem Ding schnell mal piercen, ohne was zu bezahlen. So, der Stuhl ist jetzt fertig. Nun kannst du ihn mit nach Hause nehmen. Echt klasse von euch, dass ihr mir den Stuhl so schnell neu bezogen habt. Und danke für diesen tollen Einblick in eure Arbeit. Es hat wirklich Spaß gemacht, euch bei der Arbeit zu beobachten. Wir wünschen euch jetzt noch alles Gute und viel Erfolg bei der Abschlussprüfung. Tschüss. Tschüss. Tschüss.